Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Struggle bei Pokémon, die Feuerrote Edition mit mir, Buckhead. Und wie ich sehen kann, hat Lotte es anscheinend geschafft. Oder, mal testen. Ja, wer hätte es erwartet? Der TM38 ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacke erlernen. Glutex und Vulpix sind dafür prädestiniert. So, und jetzt lass mich einfach mal raten. Er hat es wahrscheinlich mit einem Gesteins-Pokémon gemacht. Oh, was ein Zufall aber auch. Bloß nicht ein anderes Pokémon nehmen. Ah, das ist einfach. Was für ein Item hast du? Die Flinkklaue. Habe ich den das nicht sogar gegeben? Ach, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja, ich habe einfach mal gar nichts anderes erwartet, habe ich gehört. jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Was kommt jetzt eigentlich nach der Arena hier? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh. Hä? Wenn das nicht Troll ist. Ich bin es, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun, hör zu. Da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wär's? Hast du Lust mitzukommen? Nein! Ja, komm, sind wir mal nicht so. Einverstanden und los geht's. Yay. Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Er hat extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Er hat es extra. Naja, egal. Ich glaube, das wird eine Folge, wo ein bisschen mehr Blabla ist. Habe ich so im Gefühl. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Ich weiß nicht, warum du mir das erzählst, aber ich will es nicht hören. Bäh. Naja. Hallo. Hallo, Celio. Bill, ich kann es nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Troll, das ist mein Freund Celio. Er ist ein pensionierter PC-Maniac. Celio, das ist Troll. Ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal. Freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt es Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch. Ah, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Troll, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Ich weiß, es ist ein geiler Name, aber mein Gott, ich meine, hallo, 1, 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Dabla-ba-da-ba, Meteoriten. Troll, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Den Tripass. Oh ja. Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und... Oh mein Gott! Auch 3 bereisen! Oh meine Fresse! Oh, das kannst du auch gebrauchen. Oh, eine erweiterte Karte. Ich treffe dich später. Richte dem Typen mal einen Gruß von mir aus. Alter, du weißt nicht mal seinen Namen oder was? Erstmal Pokémon heilen. Oh Mann, mittlerweile dürften Leader, Ice-T und mittlerweile werden sie wahrscheinlich sogar auch Knäuel schon fast unterlevelt sein, weil die einfach nie zum Einsatz kommen. 50% der Zeit. Naja. Naja, gehen wir mal hier so die Häuschen nach, hab ich gehört. Die Jugend wird von großen Städten geradezu magisch angezogen. Ich will aber für immer hier bleiben. Oh ja, Großstadt ist einfach. Klasse! Ich möchte nicht so auf irgendeinem Dorf wohnen, wie es ein gewisser anderer Player in die...
Oh. Wie ein gewisser anderer Player in diesem Let's Play tut. Ja, Dorfleben ist nix für mich. Hey, 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 hey du. Oha, ey, wo soll ich denn hingehen, du? Ja, in der Island. Ich soll noch zwei, ne? Komm, gehen wir nach zwei. In Ordnung. Los, sieh Sprint-Tempo, du. Bing, bang. Na doch nicht. Oh, dann gucken wir uns doch mal Island 2 an. Was haben wir denn hier schon? Wer bist du? Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Hm, wo geht's denn hier hin? Komm, Grisou, zeig dein Bestes. Oh, hat sich ja gelohnt. Oh gut, doch für einen Beleber. Es ist okay. Ist unser Fahrrad? Jawohl. Weg da, Assi. Dieser Mann dort ist von Prismona City her zu. Er hat mit seinem kleinen Bruder ein Land aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf er sich einlässt. Oh, hallo, willkommen in meinem Laden. Wir hatten erst vor kurzem unsere Eröffnung. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Das werden wir gleich sehen. Das ist alles? Was? Nee, ich will nix. Nein. Bitte komm bald wieder. Ich überleg's mir nochmal ganz stark, aber ich glaube wohl eher nicht. Was hast du da? Boing, boing, hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen. Boing. Einige machen boing und andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Alter. Gibt's hier eine Klapse irgendwo? Der geht ja gar nicht, der Typ hier. Warte, guck mal. Alter, warum muss ich heute so viel zu vielen Idioten reden hier? Ich bin ein Pokémon-Attacken-Maniac. Ich kann jede Attacke, die Pokémon beim Level-Anstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gibst du mir zwei Mini-Pilze oder einen Riesenpilz? Dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollten, musst du mir eine oder zwei Pilze geben. So siehst du auch aus, Kollege. Ja, dann hier. Entertainment and Snacks. Action pur in der Spielhalle. Oh, noch eine Spielhalle. Cool. Wo ist Emma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir mein Mittagessen. Ey, du da. Bist du ein Freund von Emma? Hast du die Emma hier irgendwo gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Emma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was wäre, wenn meiner Emma etwas zugestoßen ist? Oh mein Gott, bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche Weiland 3 nach ihr. Der Fuck? Hä? Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagen, sie würden auf der Insel warten, also. Wo sind sie? Hey, du! Ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Hallodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Hä? Oh, hab dich. Die sind verwirrend. Alter, ist der einfach mal mit dem Moped hier in den Karren reingefahren hier, oder was? Sieh dir das nur an. Dieser Hallodri hat meinen Teppich abgenutzt. Gerade noch voll in Sorge um seine komische Irma. Jetzt so, aber Teppich. Wo geht's denn hier hin? Oh ja, ich weiß, wo es hingeht. Oh, hier will ich aber noch nicht hin. Weißt du was, ich gucke jetzt einfach mal, bevor es hier ganz langweilig ist, einfach mal hier rein. Ein Habitag. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die freien Pokémon jetzt schon Level 31 sind und mein Leader gerade mal auf 34. Ein Pokémon gucke ich noch. Mal gucken, was das ist. Noch ein Habitag. Also ich meinte ein verschiedenes Pokémon. Ach, gibt's doch nicht. Komm, eins möchte ich noch. Den Zetsuino-Habitag lasse ich auch sein. Oh nein, ein Myrapla. Na, hier gibt's ja
Top-Pokémon, muss ich sagen. Also, echt klasse. Ja, tschüss. War schön mit dir. Oh, da brauchen wir einfach. Los, los, los. Ach da. Okay. Na, na, na. Lass mich da rein. Aha, ich will so ein hingehen. Jetzt mal nach Island 3, weil auf 1 war ich schon. In Ordnung, los, ich spring Tempo du. Warum ich du wie ne, warum ich zwei wie ne du aussprich, als cooler klingt, Alter. Cooler. Ja, du, mich auch. Hey, die alte, bist du ein Trainer? Nein. Okay. Hiya, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Ich will dir helfen. Hey, Lady, hast du meinen Poké-Dollar? Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Tef, 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 tef. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, daher muss ich die Geräusche selber machen. Okay. Dazu fällt mir eigentlich was nur ein. Der Zug fährt mit Gebimmel über des Schaffners Turnschuh. Fiese Gedanken. Fiese Gedanken bei euch. Ja, 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 ja. Ich weiß das ganz genau. Okay, ein. Was ist das hier? Seltene Edelsteine werden hier ausgestellt. Klar, klar. Einfach mal mitnehmen, den Klunker da. Warum ist hier keiner? Was mit dir? Yippie! Von diesem Tag an gehört die Insel uns! Yay! Ja, du Scheiße. Ich weiß, was du meinst. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade hergekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Moment, hat das jetzt der andere gesprochen? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in diese verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas, du Wurst. Grrr, du Feigling. Im Rudel so stark. Ah, nee, warte mal, das war wieder der andere. Grrr, du Feigling. Grrr. Du sollst den nicht anmachen, Kollege. Du sollst den nicht fürchten lernen. Im Rudel so stark. Ah. Ey, hup, ab, i. Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr hilfreich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja, du bist ein Volldödel. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Okay. Erstmal so mit den Fingers knacken, so wie man das so kennt. So. Biker Schläger? Also ist das jetzt ein Schläger mit dem Namen Biker? Oder ein Biker mit dem Namen Schläger? Das ist tiefgründig. Oh ja, tu es recht. Oh nein, ein Tackle. Wie kannst du es wagen, Smogon? Du hast doch mit Sicherheit bessere Attacken als ein Tackle, Mann. Ernsthaft? Naja, ist mir wurscht. Dich gibt's nicht mehr. Der ist schon 3 Level über mir. Yeah. Ja, muss ich hart was tun. Slimer. Ich bleib mal auf Lieder. Hallöchen. Und ich weiß immer noch nicht, was Überreste sind. Also, ich weiß, was Überreste sind, aber ich verstehe nicht, wie die dauerhaft heilen können. Das ist irgendwie ein Phänomen, was sich mir nicht ganz erschließt. Hör auf damit. Nicht meine Verteidigung senken. Das ist gar nicht mal so gut. Wenn du jetzt gleich irgendwas machst, was physisches, dann könnte mir das sogar ganz schön wehtun. Und das möchte ich nicht. Okay. Da du nochmal gerade schreien setzt, anstatt das auszunutzen, dass meine Verteidigung stark gesenkt ist, dann eben nicht. Idiot. Yay. Das gibt aber immer noch ein Level Up für Lieder. Sogar noch weniger XP wieder. Ja, Bikerschläger. Was ist denn das für ein Kind, Mann? Ach, wage es nicht zu lachen. Du bist nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Alter. Ihr werdet mies behandelt. Ihr seid aber auch voll die harten Razitoren, wa? Ach, das ist auch ein Bikerschläger.
Ein Morgen. Mal wieder. Machst du auch wieder Tackle? Finde ich zumindest total klasse. Wer voll Spezi mitziehen. Oh, da reicht. Oh nein. Bitte, bitte, Leader. Bitte treffe. Ich habe keine Lust auszuwechseln. Oh, danke. Und jetzt reicht noch aus. Sollte eigentlich ausreichen, oder? Oder? Yeah! Oh yeah. Oh, Level Up. Yates! Nur gut, dass es nur noch 20 Level bis zur nächsten Entwicklung sind. Woo! Hör auf, herumzuall. Willst du mich verarschen oder was, Mann? Du auf deinem komischen Möchtegern-Moppe da, weißt du? Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hierher eingeladen, aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Hab ich euch lächerlich gemacht? Oder macht ihr euch selber lächerlich? Ich würde jetzt, sagen wir mal, härtere Kraftausdrücke benutzen, aber ich lasse es einfach mal. Da ich mehr als einen brauchen werde, mache ich einfach eine Dönerwelle. Und hat sich schon gelohnt. Ja, reichen drei Drachenwutis? Ja, müsste genau hinkommen. Ja. Kreideschrei von einem Slimer. Ich frage mich immer noch, wo die ihre Organe sitzen haben. Ich meine, das ist doch nur so eine komische Schleimmasse, die so hart mufft, dass es aus dem Pokéball rausmuffelt. Nun ja. Und dort. Ich habe keine Drachenwut mehr. Ich sterbe. Boss, du musst hier etwas gegen dieses Kind unternehmen. Hallöchen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Freundin. Wenn dann schon. Da musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Ja, irgendwie, ich weiß, was der Satz mir sagen will, aber irgendwie erschließt er mich nicht so ganz. Oh mein Gott! Glatzkopf Paul! So viel zum Thema Rassisten, ne? Ja, ich verstehe schon. Smogma! 39, das könnte ein Problem werden. Vor allem, weil ich kaum noch Attacken habe, um gegen dieses Vieh anzukämpfen. Schlecht. Rauchwolke. Okay. Pokémon. Gucken, was Ice-T so ausrichten kann. Meine ich nicht viel, aber vielleicht geht's ja. Haha. Okay, Paralyse hat sich schon gelohnt. Komm, locken wir das Ding mal richtig hart. Mit Paralyse und Kung-Fu-Strahl. Da sollte doch was gehen. Und? Natürlich. Als wenn nichts wäre. Alter, du willst mich aufregen, oder, Kollege? Gibt's überhaupt nicht, ja. Wie viel wird denn wieder abgezogen? Noch mehr als ich. Oh Mann, das ist doch scheiße. Komm, frier es ein. Jetzt zu dir. Ah, nein, einfrieren geht ja nicht, weil es paralysiert ist. Schade. Oh, verletz dich selber. Komm schon, dann töte dich mit dem nächsten Hit. Nein, das ist nicht hilfreich. Könnte sich ja nur um Stunden handeln. Oh Mann, ich hab grad so einen Blick auf den linken Monitor gerichtet. Er ist gerade im Hintergrund noch Fratzbuch offen. Ich sehe da nur irgendwelche Werbung, wo ich mir denke so. T-Fugmann. Ja, egal. Okay. Slimog möchte ich wechseln. Ja, weil die Vergiftung dann doch eher unvorteilhaft ist. Komm hier. Darf Knoll auch mal wieder ran? Jetzt habe ich alle meine drei Pokémon mal eingewechselt gehabt. Ist das nicht toll? Yay! Und, Kreuzhieb! Bam! Reicht aber wahrscheinlich nicht. Nicht mal so ein bisschen. Oh mein Gott, ich meine, ich bin. Oh mein Gott, jetzt fängt das. Oh, warte, Aioras. Oh, haha! Kannst dein
Fluchtwert ruhig erhöhen. Aioras trifft immer. Du Assi. Ich glaube, ich kriege nicht mal mehr dieses Slime-Mocky bekämpft. Wie kommt mir die Situation bekannt vor? Mit Knäuel gegen einen Slime-Mock aufhören und dem Lotti überreichen? Ja, ich würde sagen, das mache ich doch einfach direkt nochmal. Vielleicht, weil ich auch nicht mehr ganz ruhig bin. Also, ich würde sagen, nächste Folge bei Lotti, danach wieder bei mir. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß und einen schönen Tag. Tschüss!